Hallöchen und willkommen zurück zu Life is Strange True Color. Ethan ist ausgebüxt, der ist doch in Richtung Mine gerannt, obwohl wir alles versucht haben, ihn aufzuhalten. Aber es war mir so klar, dass wir hier trotzdem landen werden, um den zu suchen. Ja, die anderen beiden, also wir sind mit unserem Bruder und dem Ranger unterwegs, die sind schon mal suchen gegangen. Und wir gucken uns jetzt auch mal selber um, ob wir was finden. Was haben wir denn hier noch? Privatgrundstückshinweis. Ach, wirklich? Betreten verboten. Dieses Gelände ist Privatgrundstück der Taifun-Minengesellschaft. Nur autorisiertes Taifun-Personal ist zugelassen. Verstoße werden strafrechtlich verfolgt. Ja, aber es ist jetzt gerade Notfall, also... Ich dachte, da glitzert was oder so. Weißt du, so Collectibles, aber es war nur der Reifen. Die Vordertür ist bestimmt eh zu. Oh, guck mal, wir können jetzt auch joggen. Cool. Sicherheitsposter. Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Okay, klingt gut. Sind Sie bereit für die Arbeit? Tragen Sie einen Schutzhelm? Nein. Arbeitsstiefel mit Stahlkappen? Nein. Robuste Handschuhe? Nein. Reflektierende Kleidung? Auch nicht. Eine positive Einstellung? Nee, nicht so wirklich gerade. Nicht so wirklich gerade. Okay, kommen wir hier rein. Cool. Eine Mörderscheune. Ach so. Ist dir hier das Bild an, oder was? Ganz toll. Ganz toll. Wer sitzt denn da? So. Okay, ich bin raus. Das war Life is Strange. Ich bedanke mich, dass ihr mit mir die Story hier erlebt. Ich hasse Zombies. Nein, ich will... Warum? Nein, ich will keine Zombies. Ich hab Angst vor... wirklich, ich habe Angst vor Zombies. Oh, Jungs. Was ist das da? Was ist das? Hallo? Hallo? Oh. Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Ich find's gruselig genug. Okay, es ist ein Gummizombie. Es ist nur... Es ist nicht... Oh. Okay, okay. Wir beruhigen hey, uns Bro. Wieder. Oh Gott. Ich Lass guck gar nicht bei der alten Mine die Kante geben. Ich mag keine Zombies. Ich warte darauf, dass der jetzt jeden Moment hier aufsteht und uns in den Rücken springt. Oh, ich will nicht mehr. Nein. Also das ist für mich echt Horror. Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Ist a fucking... Was? Skunk. Stinkt ihr? Skunk ist, glaube ich, Stinktier, ne? Okay, das könnte hier so ein Förderschacht sein, um runterzukommen. Und hier scheinen wirklich öfter mal welche zu sitzen und zu trinken. Erst finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Auf jeden Fall. Oh Gott, der Zombie. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Zombie schnappt sich das gleich, dann sind wir tot. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Okay, sonst haben wir hier aber, glaube ich, nichts. Uns ganz genau um. Restricted Area. Ja, da darf keiner hin. Boah, dieses Kind, ne? Was haben wir denn da noch? Sieht ganz schön mitgenommen aus. Was damit wohl passiert ist? Helm. Wir haben wieder eine Aura. Ich hab dich. Ich hab dich. Ganz ruhig. Alles wird gut. Oh Gott. Scheiße. Wir leben noch. Waren das alle? Ich muss durchzählen. Okay, das war wahrscheinlich, als er da alle gerettet hat. Da haben wir noch mehr Poster. Ich gucke aber erst noch da drüben. Da haben wir nämlich auch noch was. Damit zu fahren macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Ja. Okay, kommen wir da durch? Oder haben wir auch noch was? Minenhinweise? Die wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Ja. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Da hatten wir echt Glück. Nicht, dass hier auch noch alles in die Luft fliegt, während wir hier suchen und der Junge da irgendwo in der Mine ist. Das
Jetzt haben wir aber, glaube ich, alles. Haben wir hier noch was? Kommen wir hier rein? Nein. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu den beiden Herrschaften. Und, oder Zombie, ne? Und gucken, ob wir da jetzt irgendwie reinkommen. Also hier draußen ist nichts. Ja, die haben beide natürlich voll Schiss. Alex hat mich gewarnt, aber ich habe es nicht verhindert. Ich bin so ein beschissener Versager. Ethan bedeutet Gabe so viel. Wir müssen ihn finden. Ja. Was denkt Ryan? Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Wow. Sobald Ethan in Sicherheit ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Jed Luken, der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Ja. Das Tor gucken wir gleich. Haben wir hier noch Schilder? Nee, ne? Glaube nicht. Ist nur noch das alte Tor. Warnhinweise. Level 1 von irgendwas. Können wir mit den beiden reden? Nee, da konnten wir jetzt nur die Emotionen spüren. Sag das deinem Bruder, dass du die Emotionen gespürt hast. Aber das ist wahrscheinlich auch sehr offensichtlich, ne? Stell dir vor, du sitzt da unten fest. Nein, warte. Nee. Tu's lieber nicht. Nee, will ich auch nicht. Was will ist hier passiert? Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jed führte alle wieder an die Oberfläche. Gott. Ja, und Vorarbeiter Jed wurde zum örtlichen Helden Jed. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jed konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Aha, der Comic. Dasselbe Symbol. Dient dieser Ort als Grundlage für Ethans Comic? Okay. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist? Gut. Dann hat er sich ja umgeguckt. Stimmt, ist zu dem Zombie dann im Prinzip von dem mit dem Lagerfeuer davor. Ja, oh, guck mal. Dann fließt ein Fluss zu einem Tor. Das können wir aufreißen und rein. Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Ah, ich habe eine Idee. Fällt dir was auf? Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Ja. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Da oben. Da, das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja. Klar. Gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Schon dabei. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen, wenn wir es irgendwie reinschaffen. Komm, wir schauen mal. Ja, aber wir haben noch gesehen, wo es reingeht. Okay. Ethans Comic basiert auf diesem Ort. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. So, Zombie. Lagerfeuer. Das Blut floss. Müsste ja das hier dann sein, ne? Das aufreißen. Was denkt, spürt er was Neues? Komm schon, Ryan. Nee. Alle verlassen sich auf dich. Rechen, ja, machen wir gleich. LB für den Comic. Linke Backtaste. Achso, dann können wir dann nochmal jederzeit reingucken. Ja, wir kommen halt zum Lagerfeuer von dem da lang. Müsste das hier sein. Oder haben wir irgendwo noch Flüssigkeit? Nee, ne? Vergleichen. Sagen, das ist das Tor. Warte, also... Ist Ethan... Oh, Mann. Ja, das aufmachen und dann da rein. Und dann da hochklettern. Denk
denkst du hier ist? Eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Ja, guck mal einer. Das hast du im Comic gefunden? Ich versuche, das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Du musst jetzt den Schlangenrücken hochklettern. Irgendwo da oben. Ethan ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Telefon? Wenn ich den Hörer abnehme, meldet sich bestimmt ein Dämon auf der anderen Seite. Ja. Nein, danke. Ja. Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Ja, geleistet. Ja, wurde hier, glaube ich, mittlerweile. Ich glaube, in Amerika ist das legal. Wechsel während deiner Unterhaltung mit RB zwischen Entscheidungen und Objekten. Was? Was? Überlass das nicht mir. Die Entscheidung nehme ich dir bestimmt nicht ab. Hast du schon mal einen Actionfilm gesehen? Siehst du? Gut, dass ich nichts gesagt habe. Okay, gut. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Werde ich. Da müssen wir gleich irgendwie hoch. Denke ich. Also gucken wir uns erstmal hier wieder um. Hi, gruselige Bruchbude. Aha. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. So, während einer Unterhaltung zwischen Entscheidungen und Objekten. Okay. Wir hätten noch was, eine Lunchbox. Ich auch. Hoffentlich sind da Twinkies drin. Die schimmeln wenigstens nicht. Das könnte auch der Rücken der Hat's geklappt? Noch nicht. Sehen wir uns weiter um. Ja, Schlange sein. Aber ich glaube, wir müssen echt da hoch und dann da dran und da auch rausklettern, ja. Deswegen gucke ich mich hier erstmal noch weiter um. Ich will nichts verpassen. Tote Krähe. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Also ich würde da ja nicht rumlaufen. Es gibt ja auch so Leute, die machen Videos, wie sie in so verlassenen Orten halt rumlaufen, erkunden und ich weiß nicht. Also erstens hätte ich viel zu viel Angst. Und zweitens, ja, ich finde, das gehört sich nicht. Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ich glaube, Fenor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Nicht? Schade. Overall. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Ja. Hier so ein Lost Place. Ich frag mich, wie man die wohl öffnet. Gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ja. Open, close, stop. Versuch was wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich's rausfinden kann. Ach klar. Immer noch die gleiche Angst. Stromkasten. Das Ding hat seine besten Tage hinter sich. Ich glaube. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Au! Ja, dann lass das doch. Verdammt. Okay,
Okay, wir wissen, wo es lang geht. Dann gehen wir da doch mal etwas zügiger hin. Und klettern da hoch. Ich glaube, wir haben jetzt... Doch, da haben wir dran rumgefummelt. Wir haben hier sonst nichts mehr. Oh ja, die sehen sicher aus. Ja, das ist die Treppe, die ja dann hochgeht. Und von da oben dann auf die Schlange klettert und aus dem Loch raus in den Turm. Ja, definitiv. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Ich weiß zwar nicht, wie der da drüber ist, aber... Okay, wir gucken uns hier auch einmal genau um. Da können wir noch höher. Da haben wir noch ein Schild. Caution. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ja, ja, Vorsicht auf dem oberen Gang. Da ist noch eine Tür. Gut, ich gehe nicht rein, aber weil ich es will. Nicht, weil es das kam im Comic nicht vor. Nee, warte. Ja, wir müssen noch höher, definitiv. Sah man ja in dem Comic. Oh Gott. Bodenplatte. Müssen wir da rüber? Mal im Comic. Nee, eigentlich nicht, ne? Das ist so ein Ende da eher. Das Fenster. Ja, und dann hier. Das ist nicht die Schlange. Da ist die Schlange da hinten. Ja, da kann man dann rüberspringen. Das Silo. Wir kommen der Sache näher. Auf jeden Fall. Voll Schnitzeljagd hier. Okay, ja, da müssen wir hin. Erinnert mich an das Schlangending in Ethans Comic. Ist auch schon eingebrochen und zusammengefallen. Oh, es ist nicht mehr so stabil, ne? Aber Fantasie hat der Kurze. Ja, also wir müssen darüber und dann springen wir an die Schlange und klettern auf dem Rücken aus dem Loch raus. Gut, ja, dann mal los, ne? Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Ja, frag mich nicht. Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Ja, dann nicht. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. Ein Versuch wert. Ja, wir probieren es mal. Vielleicht kriegen wir das Tor auf. Achtung! Oh, weiter geht nicht. Cool, du hast die Tür geknackt. Ja, cool, ne? Man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Wunder, wie es im Buch steht. Kommen wir da lang darüber? Ist nicht im Comic. Nee. Aber wie soll ich denn sonst da drauf? Okay, aber das wäre der Weg, den der Junge genommen hat. Das heißt ja nicht, dass wir den Weg nehmen müssen, ne? Wir haben jetzt das Tor da unten aufgemacht. Das heißt, wir können jetzt vielleicht auf sicherem Wege... Oh, da ist noch ein Warnposter. Der Laden war also schon eine Todesfalle, als er noch in Betrieb war. Cool. Cool, cool, cool. Sehr cool. Nicht auf dem Förderband stehen. Auf einem sich bewegenden Förderband zu stehen und oder davon transportiert zu werden, kann zu Verletzungen oder Tod führen. Die Taifunminengesellschaft haftet nicht für medizinische Kosten, die dadurch entstehen, dass Angestellte die Förderbänder inkorrekt benutzen. Ja, ich kann mir das schon vorstellen, weißt du, so einige Lustige setzen sich da drauf, fahren damit hier durch die Gegend. Ist das hier ein Riesenstift? So, nee, das ist eine Gaskartusche. Ich dachte, das wäre so ein riesiger Filzstift oder so. Ach, was ist falsch mit mir? Naja, gut. Wir gehen mal auf dem normalen Weg da unten aus dem Tor raus.
In der Hoffnung, dass es dahinter weitergeht. Hab's geschafft. Guck mal. Okay. Oh, hi. Was hat so lange gedauert? Schlösser knacken verlernt man nicht. Ist wie Fahrradfahren. Hi. Wohin als nächstes, Alex? Bei den Turm, ne? Auf nach da oben und dann umgucken. Feanor schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da. Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Das klingt nicht sehr gut. Schlucht klingt nicht gut. Bei dem Kurzen geht's gut, ne? Dass wir den noch im Ganzen finden. Sind wir nah dran? Glaub schon. Ethan? Ethan! Ethan! Ich spürt Angst. Ethan, ich bin unterwegs. Moment. Warte. Hier. Ethan? Alles okay? Gott. Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Bin gleich da. Wie ist der darüber? Nein. Oh Gott. Nein. Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Sie muss rüber. Scheiße. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Oh Gott, ey, ich werde so abstürzen. Alles okay? Nein. Nein. Ganz ehrlich? Nein. Das kann ich gut nachvollziehen. Aber tu mir einen Gefallen. Und versuch zu atmen. Okay. Okay. Mach genauso weiter und alles wird gut. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Ja, denk schon. Sehr gut. Du machst das super. Und denk dran. Bleib konzentriert. Dann geht alles glatt. Kinderspiel. Kinderspiel. Mhm. Er hat Angst vor seiner Angst. Ich
Ich glaube, ich würde auf allen Vieren rüberkrabbeln und nicht balancieren, aber gut. Halt durch, Ethan. Ich komme. Oh Gott, ich muss wirklich selber laufen. Ich dachte, sie geht da jetzt einfach rüber. Oh, okay. Du schaffst das, Alex. Ja. Geh zurück! Du verletzt dich noch! Nein, ich schaff das. Ich werde nicht ohne dich zurückgehen. Ich bin bei dir, bis wir sicher sind. Tief durchatmen. Sehr gut, Alex. Du hast es gleich. Noch ein kleines Stück. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Nein! Geh weg! Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Ethan, du musst dich beruhigen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Willst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Du bist unser Anker. Ich kann echt gut balancieren. Ich lass dich nicht fallen, okay? Hast du gesehen, wie ich über den Stamm gelaufen bin? Ich habe ein super Gleichgewicht. Nein, 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 nein. Ich kann hören, dass es da unten ist. Was hörst du? Egal. Erst muss ich ihn hier rausschaffen. Wir können hier nicht bleiben, Ethan. Wir müssen... Es wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Oh Gott. Ach, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Können wir noch einen Schritt weitergehen? Nein, können wir nicht. Dann fühlen wir mal seine Gefühle. Ich schaffe das. Ja. Ich krieg das hin. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt hat sie auch Angst. Toll! Oh mein Gott. Was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Seine Comics, sein Rucksack, Kratzspuren an der Wand. Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber... Es jagt mich. Sie jagt mich. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor. Ah. Shit. Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Hey. Hey, ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Ding kann uns nicht sehen. Es kann mich nicht sehen. Armreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr.
wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Ja, komm schon. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Sie kommt zurück. Halt das Seil straff, Gay. Das ist noch nicht vorbei. Nein. Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Hochsehen. Ja. Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Ich auch. Du brauchst aber keine Angst haben. Du musst überhaupt keine Angst haben. Ich hab dich. Was, wenn du loslässt? Scheiße. Nein. Glaubst du, der Stamm hält? Ja. Ich weiß es nicht. Aber wenn nicht, dann werde ich dich ganz doll festhalten. Versprochen. Okay. Geht doch nicht so langsam, ihr beiden. Ich kann nicht schneller gehen. Ich drück den Trigger komplett durch. Okay, komm weiter. Aber wir sind gleich da. Halt ihn, halt ihn, halt ihn. Hochsehen, hochsehen. Okay, wir haben es gleich geschafft. Oh Gott, meine Nerven. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Ganz ruhig. Alles ja, klar. Ja. Geschafft. Ich hab dich. Oh Gott, wir haben es. Oh Gott. X und Pferd. Gut gemacht, ne? Die Sprengung. Fuck. Gabe? Nein! Nein, 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 nein. Was passiert jetzt? Ach du Scheiße. Nein! Nein! Oh, Spiel, das ist nicht euer Ernst. Nicht euer fucking Ernst. Ja, damit sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder auch nicht. Ach, guck mal. Okay, ich dachte, es wird jetzt überblenden und storymäßig weitergehen. Holy fuckeroni. Scheiße. Gott. Okay. Das sah nicht sehr gut aus für unseren Bruder. Wir können mal durch die Statistiken gucken, um mal im Moment wieder runterzukommen. Also ich... Das kann der doch nicht überlebt haben, oder? Das können die doch nicht machen.
Das... Nein. Oh Gott. Okay, wir gucken mal hier in Ruhe, um jetzt wieder runterzukommen. Wir haben Ethan gerettet, ja? Das haben wir gut gemacht. Und ich glaube, sie versteht jetzt, wie sie ihre Kraft nutzen kann. Was auch schon mal sehr gut ist. Ja, wir gucken jetzt hier, wie wir abgeschnitten haben. Also, Alex hat Gabe von Ethans Plänen, hat Gabe von Ethans Plänen erzählt. Da sind die Leute sehr zwiegespalten. Wir gehören zu den paar wenigen mehr Leuten, die ihn verpetzt haben. Alex hat Riley die Wahrheit gesagt. Ja, also wir haben auch, wir haben knapp 30%, die sich aus dem Streit rausgehalten haben. Aber die Mehrheit ist doch auch eher so, ey, nee, ey, komm, Junge, das kannst du nicht bringen, das geht nicht. Alex hat die Gabe von ihrer, hat Gabe von ihrer Kraft erzählt, haben auch die Mehrheit, hat ihm erzählt, hör mal, das bin ich, so sieht's aus. Alex hat Gabe auf der Brücke umarmt. Oh, guck mal, das haben fast alle gemacht, nur ganz wenige die Hand geschüttelt, okay. Alex hat Riley ermutigt, in ihrem Gespräch ehrlich zu sein. Sehr schön. Also wir haben hier anscheinend, ja, so ungefähr 70% Spieler, die auch eher denken, wir sollten ehrlich sein und nicht lügen. Finde ich gut. Alex setzt dem Gartenzwerg eine Sonnenbrille auf, haben auch fast alle gefunden. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört. Das haben nicht so viele gemacht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach nicht sich so sehr umsehen und das vielleicht entdecken. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei ein Nerd. Ja, da waren die Leute auch sehr zwiegespalten. Aber ich glaube, Nerd war da schon so von den Reaktionen von Ryan schon so mehr das Richtige. Alex hat mit Gabe auf der Besengitarre abgerockt. Sehr gut, haben auch einige gemacht. Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Ja, da haben sich die Leute ordentlich umgeguckt. Sehr schön. Alex war Charlotte gegenüber optimistisch. Wir waren optimistisch. Man hätte auch pessimistisch sein können. Und wir hätten uns auch nicht sicher sein können, was wir davon halten. Das haben tatsächlich die meisten Leute geantwortet, dass die nicht wissen, was die von der Stadt halten sollen. Aber wir waren einfach mal optimistisch. Auch sehr selten für glaube ich, unsere Alex. Alex hat Jet gesagt, sie war nie Kellnerin. Ja, das ist auch so 50-50. Knapp. Aber wir gehören zu den paar mehr, die gesagt haben, okay, wir lügen nicht. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre. Sehr schön, haben auch die meisten gemacht. Haben wir noch eine Seite? Ja. Jet war von Alex' Arbeit als Kellnerin beeindruckt. Sehr gut. 1% hat es geschafft, dass die Arbeit nicht beeindruckt war. Und Jet hat herausgefunden, dass Alex nie Kellnerin war. Ja, das sind dann 10% von denen, die dann gesagt haben, so, ja, ey, habe ich schon immer gemacht. Hey. Sehr gut. Steph hat Alex im Jukebox-Spiel geschlagen. Nein, wir haben sie geschlagen, weil das ist auch sehr zwiegespannt. Ich glaube, das ist aber auch, kann ganz schön tricky sein. Und einige haben auch gar nicht erst mit ihr gespielt. Riley hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. Ja, sehr gut. Haben auch die meisten. Und Dukey konnte seinen Lieblingswhisky trinken, den aber auch alle gefunden. Sehr schön. Ja, haben wir doch, glaube ich, so im Durchschnitt von allen anderen Spielern gar nicht so schlecht abgeschnitten. Nächstes Kapitel, Hauptmenü, ja. Gut, aber dann würde ich jetzt definitiv sagen, sind wir hier am Ende angekommen. Ich bin dann gespannt, wie es im nächsten Kapitel, ich denke mal, das war der Abschluss vom Kapitel, wie es im nächsten Kapitel weitergeht. Holla die Waldfee, also ich bin gespannt, was mit unserem Bruder ist. Ich hoffe, der lebt noch, ne? Ich hoffe es so sehr, auch für sie. Oh, ja, und warum haben die Idioten, warum haben die doch gesprengt? Weißt du, wir haben da noch angerufen, so von wegen, ey, wartet, bis wir den Jungen gefunden haben. Klar, wir haben ihn gefunden und, ne, wir haben ihn auch gerettet. Aber das konnten die doch nicht wissen. Die hätten erst sprengen dürfen, wenn wir gesagt hätten, ey, Leute, ja, wir sind wieder sicher in unserem Auto, wir haben den Jungen gefunden, wir sind alle safe, legt los.
Und ich glaube, das wird jetzt so unser Weg des Ermittelns. Des Rausfindens. Es könnte jetzt so, ne? Jung haben wir gerettet. Aber dass wir jetzt rausfinden müssen, warum die Idioten gesprengt haben. Ganz ehrlich. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Falls ihr euch anders entschieden hättet, ja, holt euch das Spiel, spielt selber durch. Oder habt ihr schon gespielt? Dann verratet mir gerne, zu welcher Kategorie von Prozenten ihr denn gehört, wie ihr euch entschieden hättet an einigen Punkten. Und ja, dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüsselü!